dann herzlich willkommen. Dieser Vortrag ist gewissermaßen eine Fortführung vom letzten Jahr, wo ich mit meiner Zeitplanung völlig eskaliert war und zu nichts mehr gekommen bin irgendwie. Und diesmal haben wir nun eine weitere Stunde nochmal Zeit, um auf Fragen einzugehen. Fragen gerne frühzeitig, in der Tat. Ich habe ein sehr, sehr eingeschränktes Programm mir wirklich nur als Pflichtprogramm ausgedacht. Das Einzige, was ich Ihnen kurz zeigen möchte, ist einmal im Rahmen der Dateiforensik eine aktuelle Umgebung Autopsy oder Autopsie, die tatsächlich im Augenblick als Open-Source-Tool-Sammlung, kann man sagen, auch für Forensiker interessant ist, praktisch eingesetzt wird. Und diese möchte ich als Beispiel einmal nochmal illustrieren anhand eines Dateisystems, was ich dann hier vorführen würde. Ansonsten bleibt es bei mir bei theoretischen Inhalten. Gerne Nachfragen zum Thema insbesondere Dateiforensik. Das ist ein Teilbereich der IT-Forensik allgemeiner Natur. Netzwerkforensik gäbe es da dann auch noch. Spezialitäten hinsichtlich Bilderforensik gäbe es. Da könnte man also auch noch eine Menge in die Breite eben hin machen, aber dazu würde ich mich heute gar nicht weiter auslassen. Ja, wer bin ich? Was treibt mich hierher? Ich habe mich frühzeitig 90er Jahre eben für IT-Sicherheit interessiert gehabt, habe dann als ewiger Student relativ lange an der Uni Hamburg zugebracht. Damals war das noch nicht vielleicht ganz so etabliert mit extra Studiengängen Richtung IT-Forensik. Sonst hätte ich das vielleicht früher ergriffen, hatte mich zu dem Zeitpunkt auch schon selbstständig gemacht und war damit so in etwa 2015 durch. Habe meine Firma wieder verkauft gehabt und seitdem bin ich als Consultant und Dozent eben unterwegs. Was mache ich? Ich mache Consulting für, und da wird das jetzt ein bisschen nicht mehr IT-belastig sozusagen, für Rechtsanwälte, Steuerberater, Insolvenzverwalter. Und da geht es mir persönlich darum, das ist mein Tätigkeitsschwerpunkt, dann tatsächlich IT-Forensik für Insolvenzverwalter. Das heißt also weniger mit der Zielsetzung, daraus Material wirklich für Gerichte zu gewinnen, sondern mehr nur einfach nach Geld zu suchen, sozusagen in insolventen Unternehmen. Das treibt mich so ein bisschen persönlich halt so. Das ist das, was ich so alltäglich mache. Das heißt also, gelegentlich schreibe ich noch mal ein paar Berichte eben auch in die Richtung Versicherungen. Auch das war ja beim vorigen Vortrag schon eine Intention. So, aber ansonsten arbeite ich direkt, dass ich den Insolvenzverwaltern insbesondere zuarbeite und halt mit denen zusammen eben aufzeige, wo vielleicht Gelder hin verschwunden sein könnten und die im Zuge von Insolvenzverfahren eben wieder zurückgeholt werden sollten. Und ich halte in dem Tätigkeitsgebiet, aber auch allgemeiner diesen Bereich IT-Forensik halt für eine Domäne, in der es halt relativ viele Closed-Source-Tools gibt. Das kennen Sie bei mobiler Forensik, insbesondere Cellebrite ist bekannt dafür, dass sie eine Software zur Verfügung stellen, den Strafverfolgungsbehörden insbesondere zur Verfügung stellen, aber auch Wirtschaftskanzleien eben zur Verfügung stellen, um mobile Geräte eben abschnorcheln zu können, deren Datenlast eben entnehmen zu können, mit mehr oder minder fragwürdigen Methoden. Und ich persönlich hätte halt meinen Anspruch an Open-Source-Software, dass insbesondere bei den Verfahren dann eben Klarheit herrschen würde. Wir sagen würden, wenn das schon gemacht wird und das tatsächlich auch rechtlich es dafür einen Rahmen eben gibt, dann kann das nur der Rahmen sein, dass man eben auch Werkzeuge einsetzt, die sich beispielsweise überprüfen lassen. Und da bin ich vielleicht nicht ganz allein auf der Linie, dass ich sage, eben Werkzeuge, die mit illegalen Methoden sozusagen diesen Datenschatz eben einsammeln, halten dann vielleicht vor Gericht nicht stand. Da befinde ich mich in guter Gesellschaft mit der amerikanischen NIST. Die hat 2022 einen Bericht veröffentlicht, wo es darum ging, dass
darauf nehme ich hier in den Folien gleich auch noch Bezug. Die hat 2022 einen Bericht veröffentlicht, in dem sie nochmal zusammenschreibt, was ihr an Softwarewerkzeugen insgesamt zur Verfügung steht, was generell auch Wirtschaftskanzleien, eben Wirtschaftsprüfungsorganisationen zur Verfügung steht und auf der anderen Seite, was für Probleme es darin dann eben auch gibt. Und da stellt sich heraus, dass wenn man Closed-Source-Software halt benutzt, ist das erstmal generell nicht unredlich und grundsätzlich auch nötig, führt aber durchaus eben auch zu Fehlleistungen. Und eine Fehlleistung kann dann so aussehen, dass man vielleicht den Datenträger nicht vollständig kopiert. Es wäre eine spezielle Störung, die ich gleich auf einer Folie auch nochmal thematisiere. Sie können die Folien hinterher wieder runterladen und entsprechend dann nachgucken. Die betreffende Folie wird viel zu klein sein, absehbar schon. Daraus geht aber eben hervor im Detail, dass diese Closed-Source-Software einfach schon im Hinblick auf Vollständigkeit nicht alle Datenobjekte, die auf den Datenträgern eben drauf sind, wirklich erklären, wirklich wieder abbilden. Und wenn man dann in dieses Werkzeug eben nicht reingucken kann, dann wird man als Forensiker insbesondere in einer sprachlichen Argumentation auch gegenüber Dritten nicht verargumentieren können, ich habe halt alle Objekte gesehen, alle Beweise, alle Gegenbeweise, die möglicherweise da wären, eben überhaupt wahrnehmen können. So. Und das wäre für mich der Anhaltspunkt, warum ich jetzt sagen würde, eben Open-Source-Werkzeuge wären in dieser Landschaft sehr, sehr gut. Ob wir sie kriegen, steht noch ein bisschen auf dem anderen Blatt, aber wir wünschen sie uns zumindest als Methode. So, bitte? Ja. Ich sehe noch zwei andere Problematiken. Die eine Problematik ist, dass die meisten kommerziellen Forensik-Tools nur unter einem bestimmten, uns allen wohlbekannten, nicht Open-Source-Betriebssystem laufen. Ja. Zur gerichtlichen Verwertung, dann bist du ja verpflichtet, genau nachzuweisen, ich werde das nachher in meinem Vortrag auch kurz erwähnen, mit welchen Werkzeugen du zu deinen Ergebnissen gekommen bist, was du also genau getan hast. Und das muss ja so, ich sage jetzt mal flapsig, rübergebracht werden, dass es Laien, also sprich Juristen, nachvollziehen können. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du nicht weißt, wie die Werkzeuge funktionieren, weil sie halt closed source sind. Wobei dabei gilt zum einen eben auch vor Gericht, ist es häufig so, dass dann eben ein Anscheinsbeweis reichen kann. Also Strafverfahren ist noch ein bisschen was anderes, aber zivilrechtliche Verfahren eben, ganz kurz nur gestreift, lassen sich eben auch durch unsaubere Beweisführung durchaus eben belegen. Das heißt, wenn der Richter als Einzelperson möglicherweise, den Eindruck hat, dass das genügend vorgetragen wurde, dass er zu einem Eindruck kommen konnte, würde das auch interessanterweise mit Closed-Source-Software durchaus funktionieren. Das, was am Ende vorgelegt wird, wird zunächst einmal eben möglicherweise akzeptiert. Und die zweite Nummer ist noch eben Dinge, die im vorgerichtlichen Raum sich abspielen, wo es nur um Auseinandersetzungen zwischen Anwälten geht. Ja, da ist es noch viel freier sozusagen. Das heißt also, auch wenn ich nur Hinweise habe mit einer geeigneten Closed-Source-Software, wo die gegnerische Partei auch nur den Eindruck hat, ich habe ja offenkundig was gefunden. Das, was ich gefunden habe, das sehen die, das haben die, müssen die sich auch zur Last legen. Dann ist auch in dem Augenblick eben es schon möglich, auch mit unsauberen Werkzeugen letztendlich eben Dinge zu belegen und den Ausgang einer vorrichterlichen Auseinandersetzung eben zu bestimmen oder vorgerichtlichen Auseinandersetzung zu bestimmen. Also das, ja, bitte. Ich versuche es nochmal hier vorne. Ja. Und wenn weitere Fragen kommen, kannst du die kurz zusammenfassen wiederholen? Ja, oh ja, ja, genau. Genau. Weitere Fragen gerade noch? Gerade nicht. Okay. Ja. Gut, es gibt ja gleich noch den zweiten Vortrag eben auch noch aus der gleichen Thematik. Das heißt, ich werde auch bestimmte Teile, die sonst eben in jedem IT-Forensik-Vortrag drin wären, eben auch erstmal versuchen zu überspringen. Da gegebenenfalls sonst im Zweifel auch
noch mal hinten bei einer Fragerunde dann noch mal drauf eingehen, bitte. Meine Agenda war eben, was ist IT-Forensik überhaupt? Was für Kerntätigkeiten und Abläufe haben wir da? Wir haben schon einen Aspekt mit angesprochen, eben dieser Nachweisbarkeit, der da mit drin steckt. Warum Open Source in der Forensik? Will ich halt belegen, daran halt, wie gesagt, an meinem tiefen Missfallen, eben, dass man nicht um Vollständigkeit bemüht sein kann, wenn ich Closed Source einsetze und mir womöglich diese Closed Source Software eben einfach nicht alles zeigen würde. Absichtlich nicht alles zeigen würde, ich da dann nicht nachgucken könnte. Das ist eine extrem große Spannbreite von, ich könnte theoretisch nachgucken, ich könnte theoretisch Algorithmen eben auch nachweisen und ich mache das auch tatsächlich praktisch, das ist schon richtig. Nur wenn sich in der Untersuchung eben herausstellt, dass da Fehler in Logdateien drin sind, dass bestimmte Datenbereiche eben nicht zugegriffen werden konnten, ich das in einer Logdatei sehe, ja, dann muss ich das eben auch mit berücksichtigen. Und das schaffen die angesprochenen Windows-Werkzeuge halt teilweise nicht, dass sie eben wirklich in Logdateien reinschreiben. Ich kann beispielsweise nicht den vollständigen Datenträger auswerten, da ist ein Bereich, in den nicht reingeguckt werden kann. Und trotzdem würde der Forensiker daraus nicht den Schluss ziehen, okay, dann muss ich vielleicht mehr Werkzeuge bringen oder ich kann zumindest nur das behaupten, was ich gesehen habe, nicht das, was weg ist, ne, sozusagen. Ja, bitte. Kannst du da mal konkreten Hersteller nennen, wo das aufgefallen ist? Konkreter Hersteller, bei dem das aufgefallen ist, wo uns Dinge fehlen, sozusagen. Das ist exakt auch bei der Firma Sellebreit, die einfach nicht alle Quellen dann eben bezeichnet hat, auf dem Smartphone eben. Ganz gut. Puh. Das fällt mir schwer, da eine Versionsnummer oder so etwas gerade noch. Ja, das Sellebreit ist ja die Firma, die haben ja. Ja. Nee, kann ich nicht so aus dem Handgelenk schütteln. Nee, beim besten Willen nicht. Ja. Na. Die Software zum Auslesen von Telefonen, die wird nur verkauft im Bundle mit dem entsprechenden Hardware-Device, das du aber offiziell zumindest als Normalbürger nicht erwerben kannst, wird also nur an entsprechende Fachleute verkauft an Forensiker bzw. Strafverfolgungsbehörden. Es gibt welche bei eBay, ich habe sie schon gesehen, ich weiß nicht, wo die herkommen, keine Ahnung, oder so, die Finger davon lassen. Ich habe das Ding einmal in Aktion erlebt, also ich werde es nachher auch auf dem Bild zeigen. Ich wollte eins mitbringen, durfte ich nicht. Ja, also das stimmt schon, was er sagt, das zeigt nicht alles an und Sellbreit gibt auch keine Informationen weiter. Ich habe so versucht, im Rahmen meiner Recherchen von denen irgendwas zu erfahren, die machen sofort nicht. Mhm. Ja, unterhalten sich gar nicht mit dir. Also im Zuge derer Analyse habe ich halt die Auswertung eines Smartphones halt gesehen. Das war ein iOS-Gerät, das zumindest zur Charakterisierung eben, was einem Rechtsanwalt halt überlassen wurde, was ich wiederum im Anschluss dann eben bewerten musste. Und da stand halt in den Logdateien eben drin, was nicht mit betrachtet wurde, halt in dem Detail. Ja? Das heißt, die eigentliche Analyse haben andere gemacht. Das heißt also, ich habe hinterher erst die Ergebnisse dann eben gesehen und bewertet. Aber ist es denn richtig, dass im Log steht, dass das nicht bewertet wurde, dieser Bereich? Ist ja nicht die Klassifizierung, das war nicht möglich? Ja, das ist... Der Vorwurf war ja, dass die Bereiche gar nicht sehen. Aber wenn sie Das ist erstmal von der Software richtig erklärt. Das ist schon richtig. Aber dann muss natürlich der Forensiker in dem Augenblick sagen, ja, bringt es uns denn dann irgendetwas, wenn ich nur die eine Hälfte eben sehe, wenn ich nur Beweise beispielsweise gefunden habe, wäre dann ja nachvollziehbar, dass dagegen Beweise im restlichen Bereich zum Beispiel drinstehen könnten. Also ich sehe da an der Stelle durchaus diese Schwierigkeit. Ich sehe auch, dass es insbesondere in der mobilen Forensik eben nicht viel bessere Alternativen erstmal gibt. Das ist schon richtig. Aber ich darf darauf ja trotzdem hinweisen, dass der Umstand so ist, sozusagen. Ja? Also da in die Richtung möchte ich. Ja, warum nicht? Wo gibt es eben im Augenblick auch keine Open Source? Werde ich kurz eben streifen. Mobile Forensik eben ist tatsächlich so ein Bereich.
Und praktische Vorführung werde ich dann gleich nochmal versuchen, eben ein kurzes Stück wenigstens einzugehen. Die Definition, die überspringen wir. Und das SAP-Modell ebenfalls überspringen wir auch erstmal. Hier habe ich noch den kleinen Aspekt, genau, tatsächlich, wie ich eben auch schon darauf hingewiesen habe, im vorgerichtlichen Bereich wird man nicht so harte Kriterien eben anlegen, tatsächlich an die Wissenschaftlichkeit der IT-Forensik-Auswertung. Da zählt es hauptsächlich, in meinem persönlichen Bereich zumindest auch, Dinge gefunden zu haben, Dinge darzulegen. Wenn ich dann nicht den Datenträger insgesamt beurteilt habe, nur positive Spuren gefunden habe, reicht das häufig meinem, ich bin dann Partei, ganz klar auch, ne? Meinem Rechtsanwalt reicht es dann aus der gegnerischen Seite etwas vorzuwerfen. Und das führt halt sehr, sehr häufig schon zu einer Vorauswahl, zu welchen gerichtlichen Auseinandersetzungen es überhaupt kommt oder ob es überhaupt nicht zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt. Das heißt also, einschränkend gegenüber dem, was man sich so vorstellen würde, ein Forensiker müsste eigentlich unabhängig als Sachverständiger sozusagen in jedem Fall tätig werden, der müsste den ganzen Datenträger auswerten, sämtliche Spuren auswerten, ist das de facto im Ergebnis gar nicht so. Ja, wir schauen auf kleine Dinge, die wir dort finden. Wir suchen nicht vollständig, auch wenn wir wissenschaftlich eigentlich diesen Anspruch haben könnten an die eigene Arbeit. Und das ist in Lehrbüchern, finde ich, relativ häufig ja, in eine falsche Richtung eben gegenüber der Realität dargestellt. SAP-Modell wird nachher noch darauf eingegangen, ja, überspringe ich dann, genau. Also ein Dreiklang, was man eigentlich macht, was für Werkzeuge man eigentlich einsetzt, überspringe ich. Es gibt dann eine weitere Grundlage, die hatte ich letztes Mal auch nur ganz knapp gestreift, dass man sich überlegt, und da bin ich jetzt spezieller bei auch meinem Gebiet, ich habe Systeme, jetzt machen wir es ganz praktisch, ich habe da einen Büro-PC stehen, auf dem sich jetzt unterschiedlichste Datenmengen erstmal unsortiert befinden, so wie IT-Systeme sich eben darstellen. Und mein Anspruch ist es eben, den Datenbestand eines, in meinem Fall insolventen Unternehmens, eben sicherzustellen. Dann gibt es bereits Entscheidungen, die anstehen, welche Daten möchte ich denn eigentlich behalten? Das Problem ist durchaus, ich kann nicht alles kriegen. Stellen wir uns vor, wir haben auch nur eine winzige Firma mit einem einzigen PC dort stehen. Nicht etwa normale Bürolandschaft heutzutage eben mit Dutzenden PCs. Wir haben einen PC, da sitzt eine Person nur davor üblicherweise. Die bewegt sich in unterschiedlichsten Datenquellen und ich komme jetzt in diesem Augenblick durch die Tür und sage, wir wollen den Datenbestand in diesem Augenblick sicherstellen. Ja, welche Problematik ergibt sich sofort? Stellen Sie sich mal vor, also es gibt von außen den Beschluss, wir wollen den Datenbestand des Unternehmens, des insolventen Unternehmens sicherstellen. Was für ein Problem habe ich in dem Augenblick? Naja, wenn das wörtlich gemeint ist, ob der Rechner noch ausgeschaltet werden darf, sollte und so weiter. Ja, ja, wäre eine Problematik. Was würden Sie denn sagen? Sollte er ausgeschaltet werden in dem Augenblick? Naja, ich würde es mir fast wünschen, dass das schon ist, weil das erleichtert meine Entscheidung in Folge, ne, sozusagen. Aber nehmen wir wirklich an, ich komme jetzt zur Tür rein und würde den so sicherstellen wollen. Was für Entscheidungen müsste ich für mich persönlich treffen, sozusagen? Ja, bitte. Muss die Person erstmal den Zugriff stören oder unterbinden von außen, weil der ist ja nicht nur in dem Moment, wo ich da bin. Zweitens, ja, muss ich zusehen, dass... Ich habe mal gelernt, man darf ihn nicht ausschalten. Mhm. Okay, also wir haben die Entscheidung jetzt praktisch, schalten wir den Rechner hart aus, ziehen wir den Stecker, fahren wir ihn langsam runter, durch Windows irgendwie, ne? Alles beenden oder so, ja? Oder lassen wir ihn einfach weiterlaufen. Warum ist das ein Problem? Bitte. Naja, man müsste vielleicht auch noch jemanden haben, der die ganze Zeit die Maus bewegt, damit der nicht an den Treibern hängt. Ja. Also,
in den Bildschirm, genau, Maus-Jiggler, ne? Direkt USB-Jiggler, die man dann dran anschließt, eben die dafür sorgen, während man die Auseinandersetzung mit Rechtsanwälten, mit Staatsanwälten und so weiter führt, ne? Bis man überhaupt an dem Punkt ist, dass man an den Rechner darf, sozusagen. Ne? Wäre auch schon ein Problem. Mein Problem ist, die Datenquellen konkurrieren miteinander, kurz gesagt. Ja? Und das bildet mir so an die Switch, wie gesagt, die dann die Working Group, die dazu Standardoperationen halt entwickelt hat, die zeigt das halt eindeutig auf. Wenn ich den Massenspeicher vermeintlich konsistent haben möchte, wäre es das Geschickteste, den Rechner runterzufahren. Wenn ich den Arbeitsspeicher mitsichern möchte, dann wäre es das Geschickteste, den Rechner natürlich anzulassen. Idealerweise ihn noch nicht mal in einen besonderen Modus zu versetzen, irgendwie in den Aufbewahrungsmodus, ja, irgendeinen Hibernate-Modus oder so. Weil jede weitere Aktion, was immer sich auf dem Rechner abspielt, eben vernichtet nochmal weiter Daten. Muss man wirklich so sagen. Ja? Also es kommt mir drauf an und ich kann nicht alles haben, interessanterweise. Also auch wenn ich mit dem Arbeitsspeicher anfange, werde ich durch meine Maßnahmen, wie ich messe, wie ich auch nur meine Datenträger rausrepliziere, selbst wenn alles optimal läuft, werde ich sowohl den Arbeitsspeicher verändern, als auch den Massenspeicher verändern. Bitte. Ich weiß nicht, wie sich das Problem stellt, aber wenn man den runterfährt, muss man ja damit rechnen, dass ich auch ein verschlüsseltes System habe. Mhm. Ja. 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 Da sage ich viel Spaß beim Entschlüsseln. Genau. Da sehe ich nämlich auch trotz Forensik, ne? Mhm. Da würden Sie jetzt antworten, ja, aber Sie benutzen ja nicht eine gute Linux-Lux-Verschlüsselung sozusagen, sondern eine schlechte BitLocker-Verschlüsselung. Ne? Wollen wir ein bisschen hier Bashing betreiben? Nein, das tun wir natürlich nicht. Wir haben überwiegend Windows-Systeme und auch da tritt aber das gleiche Problem auf. Wenn das richtig eingerichtet ist, dieses System, dann würde es beim Runterfahren fatal werden, ja. Ne? Möglicherweise hilft mir der Beklagte hinterher, die betreffenden Passworte erzählt er mir einfach und dann habe ich einen gewissen Ansatzpunkt, aber wenn das optimal eingerichtet ist, alle guten Bedingungen dort vorliegen, ne, ist das unwiederbringlich sozusagen. Für mich als Forensiker aus den Quellen, dann bin ich bei USINT, ne, und suche sozusagen aus öffentlichen Bereichen eben dieses Wissen wieder zusammen oder auf anderen Rechnern nach diesem Wissen plötzlich. Ne? Bitte. Hausdurchsuchung. Ich dachte immer, das dient primär dazu, die Kryptoschlüssel von verschlüsselten Datenträgern Genau. zu sichern. Ganz genau. Was noch andere Gründe, warum man den Arbeitsspeicher haben möchte? Potenzielle Verschlüsselungen aushebeln zu können. Wenn es also hier geht es ja darum, dass der Besitzer dieses PCs wirklich eben mit dem Betriebsmittel EDV eben Straftaten womöglich durchgeführt hat, die sollen ihm später mal zur Last gelegt werden. Ein völlig anderer Bereich wäre nachzuvollziehen, was beispielsweise Ransomware macht. So. Wenn ich für eine Versicherung, für eine Cyberversicherung anschließend dokumentieren soll, welche Schäden diese Ransomware beispielsweise angerichtet hat, wie die gearbeitet hat, wenn ich das nachweisen möchte, dann interessiert mich der Arbeitsspeicher natürlich eher unter dem Gesichtspunkt, was für Routinen liegen da drin jetzt gerade. Ja? Eine aktuelle Malware wird nicht persistent auf den Massenspeicher geschrieben sein, sondern die wird nur im Arbeitsspeicher existieren, in einem Exemplar. Und dann kann man sich auch sofort wieder vorstellen, ne, als Forensiker, dann kommt es mir auf den Arbeitsspeicher an. Wer die Kiste ausschaltet, hat die Spuren endgültig vernichtet. Definitiv. Ne? So. Ja. Also das kann ein weiterer Beweggrund sein, aber in der Tat, ne, der Hauptbeweggrund ist tatsächlich die offenen Datenquellen, die mir jetzt vermeintlich noch offen liegen, eben auch so dauerhaft zu sichern. Ja, deswegen Arbeitsspeichersicherung und darin gezielt suchen nach Schlüsseln. Ja. Ist nachher bei dem Tool nicht mein praktischer Bereich, aber kann man jetzt hier zumindest kurz angesprochen. So. Ja. Es gibt da keine perfekte Antwort drauf, sondern man muss sich einfach halt im Zuge der forensischen Analyse oder erst beim Sicherstellen schon in der ersten Phase eben einfach auch hart und bitter entscheiden, was möchte ich sicherstellen.
Und das kann auch aussehen, jetzt denke ich an den etwas größeren Betrieb, bei dem einen PC sichere ich tatsächlich Arbeitsspeicher, bringe den gezielt zum Absturz, sichere den, mache dann also einen konsistenten RAM-Dump, Memory-Dump, und bei der anderen Maschine fahre ich sie eben regulär runter und sichere halt den Massenspeicher. Auch das kann sein. Also danach sortiert eben auch vielleicht Serversysteme, die man konsistenter eben speichert. Habe ich dann noch Sonderfälle wie Virtualisierung, dann kann ich beides kriegen. Virtualisierung äußerst spannend, kleines Detail daran. Wenn ich in der Firma virtualisierte Server habe, das ist ja der Normalfall, den man heutzutage erwarten darf, dann kann ich mit der IT-Abteilung zusammen diese Maschinen in einen für die Maschine konsistenten Zustand dauerhaft sichern auf Massenspeicher. Ich zerstöre mir dabei auf den Massenspeichern irgendwelche früheren Spuren, aber ich habe dann den Arbeitsspeicher gesichert, den Massenspeicher in dem Zustand von einer virtuellen Maschine gesichert und werde immer nur genau zu diesem Taktzyklus auch später wieder zurückkommen können. Snapshots, die man im Hypervisor hat, die helfen uns. Das ist plötzlich ein tolles Mittel irgendwie, was mir bei echten PCs in Anführungsstrichen eben nicht zur Verfügung steht und was hier jetzt eben möglich wäre. Ja. Kann man sehen, könnte klappen, ist so, hätte, wollte, könnte. In dem Augenblick, wo ich das insolvente Unternehmen betrete, weiß ich das noch nicht. Das entscheidet sich in dem Augenblick. Ja. Abzuwägen, was man letztendlich sichern möchte. Also hier stecken Dinge drin, eben tatsächlich, wo ich sage, negative Folgen sind nicht auszuschließen und ich muss mich einfach entscheiden eben. Und wenn ich Pech habe, vernichte ich als Forensiker, obwohl ich dafür extra antrete, eben keine Spuren zu vernichten, vernichte ich sie durch mein Tun. Die Story noch schnell aufgelöst, wie geht es denn mit dem Memory Dump überhaupt eben, wenn auch nur ein Mausschickler eben mal gerade nicht da war und der betreffende Prozess eben dann, also der Rechner, der Windows-PC dann tatsächlich im Bildschirmschoner-Modus am Ende steckt. Ich kann sehr wohl auch von außen sozusagen noch dieses System dazu auffordern, den Arbeitsspeicher wegzusichern. Meine Problematik fängt dann bloß an, dass der Arbeitsspeicher dann nicht vorbereitet, wenn das Gerät nicht vorbereitet ist, das auf die C-Festplatte zum Beispiel speichert. Naja, und wenn wir dann uns kurz überlegen, so ein Rechner hat heutzutage vielleicht 16 GB Arbeitsspeicher. 16 GB Arbeitsspeicher würden auf die C-Festplatte abgespeichert werden, vernichten die unglücklicherweise 16 GB Plattenplatz sozusagen. Wo früher wo aufgrund der Dateisystemanalyse eigentlich alte, längst gelöschte Datenrelikte, die ich gerne finden möchte, vorher gelegen haben. Also die Sache ist kompliziert. Wenn ich es wirklich vorher vorbereiten könnte, dann könnte ich mein System so vorbereiten, dass es keine Spuren vernichtet. Ansonsten entscheide ich tatsächlich vor Ort in dem Augenblick, welche Datenquellen mir wirklich wichtig sind. So. Das betreffende Programm wird dann von USB-Stick reingeladen, dabei ändere ich auch nochmal Arbeitsspeicher und auch da werde ich später wiederum gegenüber Dritten sagen müssen, das sind meine Prozeduren gewesen, so und so viel war zwangsläufig, was passiert ist sozusagen, der andere Teil habe ich Glück gehabt sozusagen, was ich dann finde. Eben auch. So, also warum Open Source? Meine Idee eben, Werkzeuge im Einzelfall verteidigen zu können. Das gilt auch gerade, wenn ich jetzt mich auf die dauerhaften Datenträger eben wirklich beziehe. Wenn ich dabei tatsächlich, das sind relativ einfache Prozeduren, beim Replizieren meiner Datenträger, beim Herstellen einer Sicherheitskopie sozusagen, die Identität feststellen möchte, dass sich dieser Datenträger nicht geändert hat, dann habe ich da tatsächlich eine Reihe von Open Source Werkzeugen, die dafür bestens geeignet sind, die vernünftig Logdateien eben produzieren, deren Log-Level man beliebig hochsetzen kann und wo man wirklich hinterher mit dem Ausdruck der Überzeugung eben sagen kann, die Blöcke, die ich von dem Massendatenspeicher eben runtergeladen habe, die gab es wirklich vorher drauf. Die Blöcke, die defekt sind, werden
mit Nullen angefüllt hinterher in dem Image abgebildet sein. Und das kann ich auch ein zweites, ein drittes Mal eben nachvollziehen und komme jedes Mal zu den gleichen Spuren. Weil Fehler kann es natürlich trotzdem geben. Das wäre durchaus dann auch denkbar. Open Source in dem Bereich, ich spreche da ganz kurz mal eben an, Tools, die werden nicht jedem was sagen. DD, DCFL-DD war ein bekannter Nachfolger. DC3-DD ist noch ein weiterer Nachfolger, den es dann gibt. Und es gibt ein DD-Rescue. Die kopieren alle blockweise einen Datenträger eben weg, sodass ich ein 1:1-Abbild eigentlich kriegen wollte. Was meinen Sie, was kann man von diesen Tools noch erwarten? Was sollte ein solches Tool, was einfach nur darauf abhebt, eben den Datenträger 1:1 zu replizieren, was sollte der leisten können? Was sollte ein solches Tool leisten können? Bitte. Das erwarte ich. Okay, ja, also von dem ganzen Forensiker. Ne? Der soll keine neuen Spuren da drauf bringen auf den Datenträger, sicherlich. Okay. Naja, aber was ist, wenn der... Na gut, achso, die Frage sollte ich auch noch mal wiederholen. Genau, also ich erwarte von dem Datenträger jetzt schon in die Antwort mit rein, eben, dass der Datenträger wirklich 1:1 repliziert wird, keine Änderungen erfährt durch die Replikation. Ja, das ist so das Minimale, der minimale Anspruch, ja. Zugriff auf komplett alle Blöcke haben. Also ich meine, ja. Festplatten haben ja Recovery-Blocks. Wenn fehlerhafter Block gefunden wurde, dann wird er ausgetauscht gegen einen anderen, sodass man dann immer noch die volle Kapazität hat. Und auf kaputte Blöcke hat man manchmal gar keinen Zugriff mehr. Ja. Bei SSDs ist es ja genauso. Genau. Also der Massendatenträger wird repliziert, wenn er defekte Blöcke aufweist, wird sich bei dem Replizieren eben etwas ändern. Wenn ich Pech habe, das war früher mal bei Festplatten so, habe ich einen Headcrash, dann wird sich sogar stetig immer etwas weiter verändern. Ich könnte 5 Versuche haben, 5-mal den gleichen Datenträger replizieren und jedes Mal sieht das Abbild wieder anders aus, weil wieder erneut weitere Blöcke eben kaputt gehen. Das ist bei SSDs an sich nicht anders. Auch dort gibt es die Möglichkeit, wenn die am Ende ihrer Lebensdauer sind, treten ähnliche Effekte auf. Auch wenn das physikalisch eben was grundlegend anderes ist, ist vielen hier sicherlich bewusst, aber es tritt trotzdem auf. Ja, der Effekt, das Ergebnis ist, meine Abbilder stimmen nicht mehr überein. Ja. Muss ich auch nur wieder als Forensiker sagen, ich entdecke das. Ich kann in dem Augenblick das protokollieren, mitloggen und kann dann in dem Fall, dass alles gut gegangen ist, könnte ich zumindest dann eben sagen, okay, hier, das ist wirklich dieser Inhalt. Wie würde ich das nochmal nachweisen? Auch das so eine grundlegende Anforderung an solche replizierenden Werkzeuge. Also wie kann ich denn überhaupt belegen, wenn alles gut geht, wenn der Datenträger in Ordnung ist, dass die Kopie, die ich gezogen habe, Konsistenz ist, dem Original entspricht. Gibt es da Ideen? Bitte. Prüfsummen. Nochmal? Prüfsummen. Prüfsummen, genau. Ganz genau. Nicht? Einen Hash drüber ziehen, einen Algorithmus, der dem nachgesagt wird, dass er eben nicht fälschbar ist, ja, der aber ja trotzdem eine Verkürzung des ursprünglichen Inhalts darstellt. Das heißt also, ja, nach menschlichem Ermessen. Und so werde ich vor Gericht eben argumentieren, Gegnern gegenüber argumentieren, es wäre möglich, immer noch Fälschungen anzubringen, aber nicht wahrscheinlich, dass ich das tun würde. Ne? Ja, Prüfsummen drüber ziehen, in der Tat, ne? als Möglichkeit, diesen logischen Zusammenhang nachzuweisen. Fehlt mir dann noch Information? Trotzdem noch, wenn ich das repliziere? Also gedacht war jetzt tatsächlich die aktuelle Festplatte oder die aktuelle SSD, die da repliziert wird. Ja, bitte. Ich brauche einen Timestamp auf jeden Fall davon, um zu beweisen, wann es war. Ja,
Da kann ich, also die Frage war jetzt nach dem Timestamp, wann dieser Datenträger repliziert wurde. Das versuche ich so sicherzustellen, dass ich tatsächlich auch hinterher als Forensiker meine Aussage vor Gericht eben weiter belegen kann. Das heißt also, das ist aber möglich, ich kann zum Beispiel eine kleine Textdatei mit Metadaten eben anlegen über diesen Gegenstand. Den unterschreibe ich am Ende, signiere ich digital, ne? Spätestens dann kann ich zumindest behaupten, eben, dass dieser Datenträger in dem Zustand von mir vorgefunden wurde. Ja? Idealerweise lasse ich sowas wie eine Prüfsumme tatsächlich auch mir nochmal bestätigen, von einer dritten Person beispielsweise, dass diese Prüfsumme gesehen wurde. Das hilft ungemein eben, um die Authentizität praktisch hochzuhalten. Ja, mehr Ideen. Eine Nachfrage meinerseits. Ja. Was genau meinen Sie mit, dass die Prüfsumme von einer dritten Person gesehen worden ist? Also, dass eine dritte Person auch nochmal ein Image anfertigt, eine Haschsumme, und dass die Haschsummen verglichen werden? Oder Nein. Wenn ich vor Ort Datenbestände sichere, habe ich auch häufiger noch das Teilproblem, jetzt speziell Insolvenzverwaltung wieder, dass mit den Datenbeständen hinterher weitergearbeitet werden soll. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt mache ich meine 1:1-Kopie. Hinterher wird sogar mit dem Original weitergearbeitet und es steht nicht als Beweisstück weiter zur Verfügung. Meine Kopie ist ja dann konsistent. So, und die Kopie, die lasse ich mir einfach vom zum Beispiel Interimsgeschäftsführer anschließend nochmal unterschreiben. Nicht, wie man diese Prüfsumme errechnet. Nicht, wie man den Datenträger 1:1 weiter kopiert hat oder so, sondern einfach nur, er hat eine Prüfsumme zu einem Zeitpunkt, das ist schon richtig, ja, gesehen. Das kann ich der Kopie eben beilegen und jede weitere Kopie wird dann, wenn sie wirklich eine 1:1-Kopie ist und keine Datenträger noch wieder kaputt gehen, eben tatsächlich diesen Zeitpunkt tatsächlich auch belegen. So, und das kann auch jemand machen, der völlig fachfremd ist. Also auch ein Polizist kann in dem Augenblick einfach unterschreiben und sagen, ich habe die Prüfsumme 13.007 habe ich gesehen. Und das alleine reicht mir aus, ja, um später belegen zu können, diesen Datenträger habe ich jedenfalls nicht geändert, so, abgeändert. So, in der Richtung kann man argumentieren. Gut, also diesen Zusammenhang, den zeitlichen Zusammenhang, müsste ich trotzdem noch feststellen. Ich kann auch und will auch sehr gerne den Zusammenhang noch belegen, dass ein Datenträger, dessen physikalische Repräsentanz tatsächlich auch vorlag. Also sowas wie Seriennummern auslesen. Ich habe hier nochmal eine Festplatte aus dem Enterprise-Bereich, eine alte mechanische Festplatte eben noch. Die hat eben eine eindeutige Identität. Da kann ich auch weitere Programme noch für benutzen, SmartCTL als Kommando beispielsweise, eben um herauszufinden, ist dieser Datenträger denn auch authentisch hinsichtlich seiner Hardware-Eigenschaften, seiner Zuordnung zu einem bestimmten Firmware-Stand, aber eben auch seiner Zuordnung zu bestimmten mechanischen Komponenten, die eben entsprechend dargelegt sind. Und das schreibe ich zusammen auf einen Zettel, ziehe halt eine Prüfsumme immer noch drüber, auch mit dem Timestamp eben, und dann kann ich mir halt im weiteren Verlauf halt einigermaßen sicher sein, dass dieser Datenträger eben nicht mehr geändert wird, beziehungsweise wenn er eine geänderte Datei, einen geänderten Hash dann am Ende eben reproduzieren würde, ich dafür Gründe finden kann. Und die reichen dann eben auch aus. Also auch ein Richter akzeptiert, dass ich Beweise noch ändern können in weiterer Folge. Ist klar, wenn wir über IT-Systeme sprechen, die können jederzeit kaputt gehen. Häufig bleiben sie auch einfach heil, ne? Auch das geht mal, aber wenn sie dann eben kaputt gehen, lässt sich das dann eben plötzlich nachvollziehen und das hilft. Und da ist die Qualität praktisch von Open Source, dass ich an der Stelle sehr viel mehr dazu beitragen kann. Mein Weg nochmal zurück zu den Tools, diese unterschiedlichen Varianten, die ich eben aufgezeigt hatte, DD, DCFL, DD, für das simple Kopieren, 1:1 Kopieren eines Datenträgers, hat halt Zusatzfeature noch, wie zum Beispiel in regelmäßigen Abständen wieder Prüfsummen zu ziehen, während der Datenträger kopiert wird, hat vielleicht ein nachvollziehbares Log, ein Fehlerlog, was geliefert werden kann, welche Blöcke defekt sind, hat vielleicht mit dem DD-Rescue-Befehl, den kennen Sie vielleicht von Datenrettung als eine
andere Variante, nicht IT-Forensik primär, hat vielleicht noch die Idee, zusätzlich in defekten Bereichen, wo ein Teil des Bereiches eben keinerlei Informationen mehr trägt, trotzdem die nicht defekten Bereiche eben im Nachhinein noch auszulesen. Diese Tools haben alle Vor- und Nachteile. Wenn ich forensisch etwas nachweisen möchte, möchte ich idealerweise im ersten Durchlauf möglichst viel retten, möchte darüber einmal eine Prüfsumme ziehen und danach kümmere ich mich eben um die Spezialitäten sozusagen. Und dazu würde dann ein Werkzeug DD-Rescue beispielsweise auch beitragen. So. Okay, aber ich will weitermachen, auf alle Fälle. Viel weiter geht es schon gar nicht mehr, ich sehe schon. 10 Minuten noch, ne? Ja, genau. Das war mein Verweis hier, können Sie später nachlesen im NIST-Report, dass eben Werkzeuge, auch Open-Source-Werkzeuge, aber eben auch kommerzielle Werkzeuge, im Detail bitte später nachlesen, Fehler aufweisen können. Einfach mal bei einer Basisfunktion wie dem 1:1 kopieren, eben zum Beispiel 7 Sektoren, ist es da, einfach vergessen. Einfach nicht mitkopieren eben. Ja? Oder auch nur den allerletzten Sektor nicht mitkopieren. Hat die NIST sich belegt für ihre Tools, hat dann gesagt, eben, wir liefern das auch zurück, den Herstellern auch zurück. Die haben dann auch Besserung gelobt und das Ganze auch besser gemacht. Zweifelsohne, das ist ein sinnvoller Prozess. Aber es zeigt eben auf, logisch, wir haben es sowohl bei Open Source als auch bei Closed Source mit Software zu tun. Software enthält Fehler. Fehler in dem Geschäft führen dazu, dass eben die Beweise nicht mehr so einfach erklärlich sind, zumindest. Dass die Ergebnisse, die Arbeitsergebnisse, die rauskommen, eben verargumentiert werden müssen. Wenn sich die Software immer gleichartig verhält, dann ist es ja wenigstens noch erträglich, ne? Könnte man dann wiederum so sagen. Tut sie bloß nicht. Ja, das überspringen wir auch, ADB. AutoPsy. Ich möchte Ihnen noch ein Werkzeug auf alle Fälle zeigen heute, AutoPsy oder Autopsie, was im Background eine Fülle von Kommandozeilen-Tools verinnerlicht, was aus Modulen, Python-Modulen und Java-Modulen besteht, wo wir sowohl kommerzielle Software mit integrieren können, als auch eben viele Open-Source-Systeme integrieren und was für Filesystemanalyse relativ anschaulich ist. Jetzt in jüngerer Zeit, und da ist tatsächlich ein Vorteil noch, dass der Vortrag dieses Jahr stattfindet, nicht letztes Jahr, inzwischen wieder leicht zugänglich ist. AutoPsy hatte den Nachteil, dass man viele Jahre lang dieses System nur sehr mühselig in eine Linux-Architektur insbesondere integrieren konnte, weil die unterschiedlichen Toolsammlungen ja wechselseitige Abhängigkeiten hatten und kurz gesagt, also die Windows-Version viel einfacher zu installieren war, was kaum jemandem so richtig erklärlich war, muss man sagen. Was aber für Sie jetzt eine Möglichkeit bieten würde, dieses Tool wieder zusammenhängend darzustellen und sich selber mal in Form von Experimenten sich das zu Gemüte zu führen, würde ich jetzt noch mal was kurz vorführen wollen. Dahinter kommen jetzt nur noch Quellen. Das AutoPsy wird gleich so ein Ergebnis zeigen und da werde ich ganz speziell gleich einmal drauf eingehen. Ich habe nicht erläutert in meinem Vortrag jetzt eben überhaupt Memory-Analyse. Da gäbe es ein Tool Volatility, das würde man dann auch gerne angucken. Netzwerkanalyse, gäbe es ein Tool Wireshark, vielen sicherlich in ganz anderem Kontext eben bekannt. Auf all das bin ich nicht eingegangen. Jetzt geht es nochmal spezieller um das AutoPsy gleich. Genau, bevor ich die Vorführung noch mache, genau noch der kurze Verweis, wo mir Open Source praktisch fehlt. Einmal sehr, sehr basisnah fehlt es mir, wir hatten das ganz knapp gestreift, die Write-Blocker, die sollen Datenträger eigentlich unabänderlich darstellen und dann zu 1:1 Kopien eben einladen, dass die möglich werden.
Das tun Sie möglicherweise nicht. Vielleicht verändern Sie dann eben doch etwas. Und da wäre es eben auch sehr, sehr schön, wenn wir wirklich Open-Source-Komponenten hätten. Wir haben bei dem Sicherstellen mobiler Geräte das Problem, das haben wir heute zu Beginn des Vortrags eben kurz andiskutiert, dass da Werkzeuge eingesetzt werden, wo ich zumindest als Forensiker eben auch keinen Zugriff habe und wo ich sage, eben auch also auf die Software selber, die Ergebnisse, die mir vorgelegt werden, dann auch nicht absolut belegbar sein könnten. So. Das war das mit der entsprechenden Software, die auch nur mit der passenden Hardware natürlich verkauft wird. Wir haben bei der Analyse von Wirtschaftsdaten, auch das ein Bereich, auf den ich jetzt nicht eingegangen bin, ebenfalls Closed-Source-Software. Bei wissenschaftlichen Standardmethoden, SPSS oder Excel, ganz fürchterlich, da mag man ja noch eine Überprüfbarkeit hinbekommen. Bei Spezialsoftware eben, die auch gerade deutsche Finanzbehörden einsetzen, IDEA, ist durchaus die Frage eben auch gegeben. Auch dort, was legen die eigentlich offen? Wie viel zeigen sie eigentlich de facto? Und da ist es, gibt es dieses Problem auch. Gehe ich nicht weiter drauf ein. Jetzt das Autopsy-Beispiel nochmal. Genau, restliche Folien nehmen Sie bitte nur dann zur Kenntnis, wenn Sie es wirklich wollen, wenn Sie es nachvollziehen wollen. Jetzt gibt es noch mal kurz die Übung, die Vorführung einmal von dem Autopsy. Ja, ich hoffe. Ja. Dann. Ich habe den Datenträger schon repliziert, das denke ich mir mit DD tatsächlich, auch rein repliziert in dieses System. Das ganze System nennt sich, ich zeige auf der falschen Seite, CSI Linux gibt es als, man kann sagen, einen Nachfolger vielleicht so zu deuten, gegenüber dem recht bekannten Hacker-Tool Kali Linux, gegenüber Parrot, was es auch in der Vergangenheit schon gab, was entwickelt wurde, in der Richtung einerseits Hacker-Tools eben zu liefern für den Hacker, für den White-Hat-Hacker genauso wie für den Black-Hat-Hacker sicherlich, also so Dual-Use-Werkzeuge. Und daraus hervorgegangen ist jetzt nochmal ein neuer Aufguss, praktisch das CSI Linux. Soll genauso martialisch auch klingen, wie es jetzt erstmal empfunden wird. Und die virtuelle Maschine macht nichts. Großartig. Großartig. Und ich bin. Warum? Ist eine VM für das Tool oder ist das eine VM des replizierten Systems? Nochmal, habe ich ja. Ist das eine VM des Tools oder ist das die VM des replizierten Systems? Das ist die VM des Tools jetzt gerade, ja. Genau, da drin ist der Datenträger dann des replizierten Systems. Ja, das ist zumindest schwierig, milde ausgedrückt. Nicht? Und entsprechend war ich dankbar dafür, dass es das fertig gibt. Jetzt kommt es aber genau zu dem Vorführeffekt hier. Jetzt rennt mir die Zeit weg. War gerade der Login schon da, bevor es maximiert wurde? Also wenn du es mal klein machst, vielleicht fängt es wieder. Ich hatte auch eben was gesehen. Ja. Ja. Bildschirmschoner oder so, ja. Hätte man jetzt hier angewandt, aber nee. Ich starte die Maschine nochmal eben durch. Doch, ein paar Momente haben wir aber doch noch.
IT. Als ich vor einer Stunde dort saß, funktionierte sie noch. So, ich habe auch noch, ich hab noch eine, die mit Memory-Zustand gehibernated war. Vielleicht klappt die jetzt gerade noch. Das ist jetzt die Frage, ob ich sie umgeschaltet kriege. Ja? Aha. Okay. Ja, danke. Danke für den Ratschlag. Ja. In der Tat. Niemals irgendetwas vorführen, was nicht. Nee, die möchte nicht mehr. Es mag an der Bildschirmauflösung liegen, ist richtig. Also, ich habe repliziert mit DD, dem betreffenden Datenträger. Und ich mache jetzt gleich die Folie einfach nochmal auf, an der man das dann zeigen kann. Tatsächlich dieses eine Detail habe ich dann als Screenshot fast sozusagen sogar in weiser Voraussicht schon gemacht. Dann sage ich gleich mal was kurz zu dem Screenshot eben zumindest. Da. So, das wäre die Autopsy-Umgebung. In der konnte ich zuweisen einen Datenträger, den ich halt mit DD zuvor repliziert hatte. Und es ging mir in der Tat auch darum, die Frage war ja jetzt, ist es die Tool-Umgebung oder ist das die virtuelle Maschine? Ich hätte hinterher in meinem Labor eine Fülle von einzelnen Datenträgern, die ich vor Ort zunächst einmal wahrscheinlich schon repliziert habe und die ich jetzt wieder in meiner Umgebung halt einbinde und dann nachbearbeite. Dabei ändert sich der Zustand dann vielleicht auch. Das heißt, vorher muss ich entsprechend Replikationen noch durchgeführt haben. Die habe ich jetzt. Dieses Image war dann vorhanden und was ich dann gemacht habe, war nur so in dieser Umgebung eben ein Autopsy gestartet. Ein freundlicher Hund, der das darstellt, diese Umgebung, in der dann mit mehreren Modulen analysiert wird, in welchem Zustand ist denn eigentlich das Dateisystem. Und das habe ich hier aufgeführt und hier kann man das ein bisschen nachvollziehen auf der Folie jetzt hier gerade noch. Das TestWinDD, dieses kleine Image, habe ich geöffnet. Das war, wenn man das jetzt ganz lange in einem Workshop sich angeguckt hätte, war das ein leeres Dateisystem. Ein Geschäftsführer könnte alle Dokumente gelöscht haben, könnte man sich jetzt eben vorstellen. Und natürlich können diese Tools, das wissen Sie alle, eben sowohl mittels Carving, ich gucke mir an, dass auf der Plattenoberfläche eben bestimmte Datenstrukturen sind und stelle deswegen Dateien wieder her, als auch mit einer Undelete-Funktion. Ich frage das Dateisystem, ob dort Einträge als gelöscht markiert sind, kann es die wieder hochholen. Der Vorteil von dem Autopsy ist, dass es mehrere unterschiedliche Methoden nebeneinander macht, also gewissermaßen ein moderner Nachfolger eben von Carving File Systems noch darstellt. Also wenn ich einerseits sage, die Daten sind halt gelöscht worden im Dateisystem, das heißt, hieß früher mal nur im Dateisystem waren sie markiert als zu löschen. Da wurde nur ein Bit umgedreht und dann wurde gesagt, okay, diese Datei wird halt mit LS oder mit DIR unter DOS eben einfach nicht mehr angezeigt. Dann kann das Autopsy dieses rückgängig machen. Was es auch machen kann, ist eine andere Methode eben, den Datenträger zum Beispiel, wie man das kennt von Testdisk PhotoRec, wo man nach Carving-Tools eben direkt einsetzt. Etwas professioneller ist das dann ein Foremost beispielsweise oder ein Scalpel-Tool. Entdeckt das eben Datenstrukturen auf dem Datenträger unabhängig von den Metadaten. Und beides kann hier parallel zueinander dargestellt werden. Hier jetzt der Blick auf die gelöschten Dateien sozusagen in dem Augenblick. Hier wird mir dargestellt, derjenige hat die Dateien gelöscht, ganz regulär, das wäre auch so ein Anblick halt. Und die
regulären Dateistrukturen, die werden mir hier aber eben angezeigt. Das kann ich jetzt entsprechend natürlich nicht mehr aufblättern und so. Aber glauben Sie mir, das Dateisystem ist hier weiterhin zugänglich, so wie es korrekt erreichbar ist. Und die gelöschten Einträge werden eben dann als gelöscht dargestellt. Wie man sieht, tatsächlich aber das Bild eben dieses Nacktmulls, ein sehr hässliches Tier, tatsächlich dann eben wieder in seiner ursprünglichen Dateiform angezeigt. Und manchmal kommt es eben auf die Metadaten an. Das will ich auch mit dieser Folie hier symbolisieren. Änderungszeiten sind hier korrekt abgebildet. Während man bei dem Carving, wo man nach Dateistrukturen sucht, die noch auf dem Datenträger vielleicht drauf sein können, aber ohne die Metadaten, ohne das Dateisystem, eben sie zu finden sucht, würden diese Spuren verschwunden sein. Jetzt ist die Zeit um. Ah ja, okay. Und das AutoPsy hatte an der Stelle die Chance, eben einfach mehrere unterschiedliche Ansätze nebeneinander halt darzustellen, über die Daten, die da gespeichert sind. Ja, da bin ich schon am Ende gerade. Bitte. Zeit noch für Fragen? Oder? Fragen? Zwei Fragen. Bitte. Ja, aus den Phasen besteht das tatsächlich, dass ich erst etwas sicherstelle, können Sie aber auch den Folien eben sonst entnehmen, die werden auch runterladbar sein, ne? Wie auch im Vortrag war. Mhm. Ja, dann vielen Dank.